Das Go-Norge-Team hat sich voll und ganz Norwegen verschrieben. Allerdings geht es im hohen Norden nicht nur um Fische. Ein anderes großes Thema, die Sicherheit auf See. Go-Norge hat Floating-Anzüge und Rettungswesten getestet. Unter realen Bedingungen und im Übungsbecken der Bundespolizei. Dabei ging es nicht um die Produkte einzelner Hersteller, sondern um die entsprechenden Systeme. Und das sind die Ergebnisse. Los geht's mit einem Überlebensanzug der höchsten Schutzklasse. Ein Anzug, wie er häufig auf Schiffen eingesetzt wird. Gemacht aus 6 mm dickem Neopren und gedacht für sehr kaltes Wasser. Für Angler nicht sonderlich relevant, trotzdem ein spannender Vergleich. Mit diesem Modell treibt Robert auf und liegt absolut flach auf dem Wasser. Sieht erstmal gut aus, aber... Dieser Anzug ist nicht ohnmachtsicher. Und der ist auch nicht unbedingt dafür gedacht, wenn jetzt große Wellen sind und man fällt ins Wasser und wird ohnmächtig, kann man sehen, das Freibohr zur Nase ist minimal. Also das ist was für Menschen wie mich, die sich noch bewegen können. Die können damit sehr lange im Wasser überleben, weil er mordig warm ist. Ich will hier gar nicht wieder raus. Muss er aber, denn es geht ran an den nächsten Test. Wir wollen heute mal austesten, was es mit der Schwimmweste 275 Newton und dem Floater auf sich hat. Ihr wisst, wenn man mit dem Gesicht nach unten ins Wasser fällt, wirken die beiden Auftriebe gegeneinander. Das heißt, dass der Auftrieb des Floaters hält an mit dem Gesicht auf der Wasseroberfläche und die Schwimmweste versucht dann umzudrehen. Und wir wollen das jetzt hier mal mit dieser 275 Newton Schwimmweste simulieren. Robert wird gleich ins Wasser springen mit dem Gesicht nach vorne und einen verunglückten Sportskameraden, der ohnmächtig ist, simulieren. Robert, bitte. Ja, ich habe hier ganz normalen Floating-Anzug, handelsüblich. Schwimmweste mit Hüftgurt. Ist je nach Modell unterschiedlich. Ja, dann würde ich sagen, können wir mal den Praxistest antreten, ne? Kaum im Wasser löst die Weste vorschriftsmäßig aus. Trotzdem gibt es ein Problem. Robert bleibt liegen und zwar mit dem Gesicht nach unten. Deshalb muss er bei der Drehung nachhelfen. Es ist kalt, arschkalt. Das kann ich euch berichten. Hafenbergung. Oh mein, ein Häuser geht. So, der Go-Norge-Test ist mit. Ja. Hat es jetzt geschafft alleine? Nee. Guck mich nochmal an, Robert. Das war überraschend, ne? Ja, war überraschend. Und ich meine, aufgefüllt ist er. Auch die größtmögliche Weste hat es eben nicht geschafft, die umzudrehen. Dann kann man sich ausrechnen, was die 150er Weste macht. Nämlich gar nichts. Aber drehen konntest du dich eben noch mit dem Hilfe relativ einfach dann, ne? Also wenn Wellen da gewesen wären, so ein bisschen geschwabbelt, wäre man irgendwann umgekippt. Aber mit der kleineren Weste ganz schlecht. Ja, so haben wir nochmal die Weste im aufgeblasenen Zustand. Ich spreche jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich ein bisschen Luftnot habe. Die Weste im aufgeblasenen Zustand, das hat jede Weste. Das ist der... Also das Mundstück, das kann man aufmachen und kann mit dem Deckelchen die Luft ablassen. Und wenn die Weste nicht gut aufgepumpt ist oder Luft verliert, kann man Luft nachgeben, bis sie wieder prall ist. Das heißt, wenn ich ein kleines Loch habe, kann ich mit regelmäßigen wieder auffüllen
meine Schwimmfähigkeit immer beibehalten. So, das ist der Auslösemechanismus. Hier unten sitzt eine kleine Salzpatrone drin. Wenn die nass wird, dann löst sie sich auf und gibt den Mechanismus frei. Hier ist eine Feder drin und die schlägt dann auf die Patrone mittels eines Hebels. Ja, und jetzt sieht man, rot, Patrone ausgelöst. Das heißt, wenn an der Schwimmweste an diesem Auslösemechanismus irgendwo was Rotes zu sehen ist, dann ist irgendwas unklar. Das muss immer alles auf grün stehen, dann ist alles in Ordnung. Ja, so sieht es rundherum aus. Ein Kragen. Die Reflektorstreifen. Der Schrittgurt verhindert halt, dass die Weste hochrutschen kann. Denn wenn ich den abmache, den Schrittgurt. Wo ist er denn? Ja. Da. Wenn ich den abmache und dann die Wellen kommen, dann passiert dieses. Und dann rutsche ich vielleicht mit dem Kopf unten rein und die Wellen kommen hier oben über mein Gesicht drüber. Ja, das zu dem Thema. Jetzt wollen wir uns befreien von dem Apparat. Die Luft, die da rauskommt, riecht nicht gut. Jetzt trocknen, neue Patrone, neue Salztablette und dann ist sie wieder einsatzfähig. Falten, zusammenlegen und gut. Hier die Weste nochmal ohne Floater. Robert zeigt die optimale Lage im Wasser. Ja, so liegt man mit einer 275 Newton Weste richtig im Wasser. Die Füße leicht schräg nach unten weg und der Kopf schön umrahmt von dem Freibord der Weste, um die Nase möglichst hoch über die Wasseroberfläche zu heben, wenn die Wellen rübergehen, dass man den Mund und die Nase immer in der Luft hat und kein Wasser schluckt. Ja, das funktioniert so mit dieser Weste wunderbar. Mit dem Floating-Anzug nicht wirklich gut, wie ihr letztes Mal gesehen habt. Und wenn man sich, also jetzt kann ich jetzt mal aus meiner Erfahrung jetzt gerade sagen, wenn man sich nicht bewegt, dann ist es sehr angenehm eigentlich im Wasser. Es ist nicht wirklich kalt. Aber wenn ich Schwimmbewegungen mache, wird es plötzlich erheblich kälter. Also so spart man Energie. Aber ich denke mal, so könnte ich jetzt hier 20 Minuten rumliegen. Wenn ich jetzt hier eine Runde im Hafen schwimme, dann bin ich nach 5 Minuten so unterkühlt, dass ich hier raus muss. Das ist jetzt mein Eindruck, den ich jetzt gerade habe. Unterm Strich heißt das, im ungünstigsten Fall spielen Floater und Schwimmweste nicht richtig zusammen. Nochmal der gleiche Test im Übungsbecken der Bundespolizei See. Und hier kann man jetzt gut sehen, wie der Auftrieb in den Beinen und im gesamten Anzug den Unterkörper und die Beine auftreiben lässt und dadurch der Kopf überstreckt wird nach hinten und die Atemwege nach oben zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt ohnmächtig werde und die Wellen schlagen über meine Weste zusammen, läuft das Wasser ungehindert in die Atemwege. Was die normale Lage, wie wir das vorhin bei der anderen Weste gesehen haben, das ist optimal, da kann das Wasser nicht in die Atemwege laufen, auch bei einer Umnacht nicht. Und das ist das Gefährliche bei diesem Floating-Anzug und dieser großen Schwimmweste, dass sich der Auftrieb halt negativ beeinflusst. Zum Vergleich steigt Robert jetzt in einen Anzug ohne Auftriebskörper, dafür mit integrierter Rettungsweste. Ein Kombi-Anzug von Key Elements. Die Weste löst aus und sie dreht Robert in die richtige Position. Die Lage ist ohnmachtsicher und stabil. Der Kopf wird aufrecht über Wasser gehalten und bietet den größtmöglichen Abstand der Atemwege zur Wasseroberfläche. Das Fazit der Go Norge Jungs. Jede Schwimmweste und jeder Floating-Anzug ist selbstverständlich besser als nichts.
und auch mit der Kombination Floater plus 275 Newton Weste seid ihr immer besser beraten als mit Ölzeug oder anderer Kleidung. Das Optimum für das Team Go Norge ist allerdings dieser Kombi-Anzug.